Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute kam die Pinkbox bei mir an und ich muss sie direkt öffnen. Ne? Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Pretty Things Inside Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, und weil dieses Video in Kooperation mit boxpalast.de bzw. der Pinkbox entsteht, darf ich auch tatsächlich in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Schau einfach rein und mach gerne mit. Die Pinkbox ist übrigens eine Beauty-Abo-Box, die monatlich erscheint, immer so zum Anfang des Monats. Du zahlst, je nachdem, was für ein Abo du wählst, 15 Euro pro Box bzw. 12,50 Euro pro Box und hast dann auch wundervolle Beauty-Produkte. Teilweise auch Lifestyle-Produkte mit dabei und ja, ich bin gespannt, was dieses Mal drin ist. Genau, hier habe ich tatsächlich auch wieder das Schreiben. Liebe Claudia, entdecke die wilde Seite der Natur. Mit der neuen Ausgabe wollen wir dir zeigen, was die Natur alles zu bieten hat. Viel Spaß beim Auspacken. XOXO Maria vom Pinkbox-Team. Vielen Dank, liebe Maria. Und ich bin wirklich gespannt, was da drin ist. Natur, die wilde Seite der Natur, da denke ich doch direkt an Naturkosmetik. Oder an irgendetwas für draußen. Na, wir gucken mal rein. Augen auf! Leider hatten dieses Mal nicht alle Produkte in der Box Platz. Deswegen versteckt sich ein weiteres Produkt im Versandkarton. Dann mache ich mal die Augen auf. Oh ja! Hier haben wir schon das erste Produkt. Das hatte ich schon mal. Das ist von DM Naturschön von Alverde Naturkosmetik. Das Glanzshampoo für Geschmeidigkeit und Glanz. Das habe ich tatsächlich auch schon mal verwendet. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das fand. Ich glaube, ich fand das ganz gut. Oder? Oder fand ich das nicht so gut? Ich muss mal riechen, um mich zu erinnern. Ich muss es nochmal testen. Da führt kein Weg dran vorbei. Es riecht etwas beerig. Ja, Sammy hat sich gerade neben mich gelegt. Es ist mit Kirschduft, steht hier auch drauf. Das wird auf jeden Fall getestet. Pumpspender finde ich übrigens klasse. Ich liebe Pumpspender in der Dusche. So, was haben wir denn noch hier drin? Gutscheincode, dann ist hier auch noch Adventskalender, 10 Euro Treurabatt für Pinkbox-Kunden. Da kann man wählen, ob man den Klassikkalender haben möchte oder den Premium-Adventskalender. Ich werde definitiv den Klassikkalender mir holen. Der Wert liegt dann über 200 Euro und wird dann anstatt von 59,95 Euro nur 49,95 kosten. Wenn du ein Abonnent von Pinkbox bist. Das ist natürlich cool. Und der Premium-Kalender wird einen Wert von über 300 Euro haben und wird anstatt von 79,95 nur 69,95 kosten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht hole ich mir auch noch den Premium-Kalender, weil der Klassik-Kalender wird mir zugeschickt und will ich es übertreiben. Ich weiß es noch nicht. Ach, ich weiß es echt noch nicht. Ich gucke nochmal. Es haben mir schon ziemlich viele geschrieben, dass sie sich tatsächlich auch den Brigitte Box Adventskalender geholt haben und dass sie sehr gespannt drauf sind. So, Gutscheincode, Gutscheincode, Gutscheincode. Und huch, Zeitschrift. Eine große Zeitschrift. Die Barbara-Zeitschrift, die hatte ich glaube ich schon. Ich muss gar nichts. Genau, die Zeitschrift, die hatte ich schon mal in der Barbara-Box tatsächlich mit drin. Und hier ist sie nochmal. 29 Küchenquickies. Ratzfatz, Schmatz. Das war aber beim letzten Mal nicht dabei. Das ist praktisch. Ich persönlich koche ja gerne vor. Sprich, ich koche am Wochenende. Also, oder wir kochen am Wochenende. Und nehmen das dann auch am nächsten Tag bzw. übernächsten Tag mit zur Arbeit. Das heißt, wir kochen am Samstag für Samstag und Montag und am Sonntag für Sonntag und Dienstag. Und dann brauche ich eigentlich immer Rezepte, die man dann auch wieder aufwärmen kann. Wenn du ein super geiles Rezept hast, wo man die Sachen auch aufwärmen kann, also wir sind da wirklich sehr flexibel, was unser Essen angeht, ne? Schreib mir doch mal gerne unten in die Kommentare eine Rezeptidee. Würde mich voll interessieren. Natürlich die Seiten Chefkoch und so weiter kenne ich. Aber vielleicht hast du so ein absolutes Lieblingsrezept, wo du sagst, Mensch, so ein 5-Minuten-Rezept, das gebe ich doch mal Claudia an der Hand. Gerne. Also, ne, ich bin offen für neue Rezeptideen. Ja, freue ich mich mega drüber. Ja, wir wollen uns die Box angucken, die übrigens echt schwer ist, ne? Also, hier ist die Box und sie ist wirklich wunderschön. Also, das Design der Box gefällt mir ultra. Ich mag dieses Blätterdesign. Oh,
Oh, das wäre echt eine Box, die ich gerne behalten würde. Ansonsten nehme ich ja immer die Boxen, die als Versandkartons einfach. Also, wenn ihr was bei mir gewinnt, packe ich das in die Box und schicke euch das. Ja, aber das ist so schön. Will ich eigentlich gerne behalten. So, ja, ich mache die Box auf. Sieht schön aus, ne? Mit dem Schwarz und dann ein pinkes Schleifchen. Und hier ist dieses Mal ein Blatt drauf. Aber auch im Deckel steht, du bist schön drin. Also das haben sie auch gelassen. Und ich rieche mal dran. Ich rieche nur Papier. Okay. Da haben wir schon den ersten Blick in die Box. Da haben wir zuallererst das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und wir gucken erstmal, was sich der Autor dabei gedacht hat. Also ich lese quasi die erste Seite vor. Liebe Pink Lady, huch, deine Pinkbox ist diesmal gar nicht pink, sondern erblüht im wunderschönen grünen Special Design. Warum? Weil das Motto Wild Nature lautet und die Box dich mit erlesener Naturkosmetik überrascht. Was daran so besonders ist? Nun, die Produkte werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und verzichten weitestgehend auf synthetische, teils schädliche Inhaltsstoffe, welche in herkömmlicher Kosmetik vertreten sind. Somit sind diese Beauty-Highlights schonender für Mensch und Umwelt. Findest du super? Finden wir super. Du auch? Jetzt reicht's aber mit der Besserwisserei. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dem Inhalt deiner Box, dein Pinkbox-Team. Das hört sich doch sehr sympathisch an, oder? Ja, jetzt sind wir gespannt und wollen nach diesem Shampoo natürlich wissen, was sich in der Box verbirgt. Da habe ich hier als erstes eine Express-Handcreme mit weißer Tonerde und Mandelöl von Sante Naturkosmetik. Das finde ich sehr spannend. Also Naturkosmetik und ich waren bislang noch nicht so die allerbesten Freunde, aber ich nähere mich immer mehr an, sodass ich auch immer mehr Naturkosmetik auch mal verwende. Also vor allem in der Pflege bin ich da auch mittlerweile offener geworden. Ich fand sonst immer, dass Naturkosmetik einen ganz eigenen Geruch hat. Pflegt empfindliche Hände ohne zu fetten. Das finde ich super interessant. Deswegen nehme ich jetzt meine Ringe mal ab und creme meine Hände damit ein. Das finde ich ja wirklich cool, ne? Das ist vegan, tierversuchsfrei, es ist biozertifiziert. Wir kämpfen gegen Tierversuche sehr gut. Sammy liegt übrigens neben mir und schläft wie ein Baby. So. Das hat eine weiße Farbe und eine sehr feste Konsistenz. Riecht sehr angenehm. Fühlt sich gut an. Und zieht wirklich unfassbar schnell ein. Ui, da würde ich ja fast sagen, ich brauche noch ein bisschen mehr Handcreme. Aber mit ein bisschen Ziehen werden auch die Handoberseiten schön eingecremt. Wow, die zieht schnell ein. Das ist toll. Das ist richtig klasse. Das ist toll. Eine Express-Handcreme. Ja, kann ich bestätigen. Express auf jeden Fall. Cool. Und das riecht echt angenehm nach diesem Mandelöl, ne? So, Ringe wieder aufsetzen. Kann ich jetzt direkt machen. Also man könnte jetzt auch direkt was schreiben oder so. Also auch perfekt für die Arbeit, ne? Ich mag das nicht, wenn ich dann so fettige Hände habe und irgendwas anpacken muss. Das finde ich ganz furchtbar. Die ist toll. So, was ist denn das nächste? Da haben wir von Seraphine Botanicals Guava Butter Creamy Lip and Cheek Stain. Ja. Seraphine Botanicals habe ich aktuell ein Blush, den ich auch in Anwendung habe, also den ich häufiger mal verwende. Der steht bei mir auch vorrangig im Badezimmer. Und dieses Produkt hatte ich tatsächlich schon mal. Ja, ich mag kein Creme Blush, ganz einfach. Der riecht wundervoll. Ich habe auch beim letzten Mal, als ich das ausgepackt hatte und in der Box hatte, mir auf die Lippen gegeben. Ich finde den Stift zu groß, um ihn auf die Lippen zu geben. Das mag ich gar nicht. Als Creme Blush, ich mag einfach keine Cremeprodukte, ne? Und weil ich den halt einfach nicht verwende, werde ich den auch wieder in seine Verpackung packen und demnächst mal irgendwo eine Verlosung packen oder so. Das ist vegan, mineralölfrei, ohne Parabene, ohne Phthalate, ohne Gluten, mit Kameliaöl und Shea-Butter. Das ist hypoallergen, nicht komedogen, also nicht Pickel verursachen. Das ist nicht an Tieren getestet, das ist vegan, das ist GMO-frei. Das ist scheinbar ein total sauberes Produkt, in Anführungsstrichen, ne? Sauber, ne? Halt ein gutes Produkt. Aber nicht für mich. Leider, leider ein Creme Blush. Ich habe mir jetzt was ganz Großes von Juniper Lane. Perfumes, cool, ein Parfüm. Wonderleaf. Okay, ein Wunderblatt. Oh, mit Rose, Ylang Ylang und Sandelholz. Voll schön.
100% Natural Origin, also 100% natürlichen Ursprungs. Das ist zertifiziert von Natrur.org. Ich glaube, die haben sich verschrieben. Es ist vegan, dermatologisch getestet, keine Mineralöle, Präservative oder Colorants, also Färbemittel. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Egal, vegan. Ja, Lifestyle Perfumes. Da bin ich wirklich gespannt. Ich hoffe, es riecht wirklich so, wie es draufsteht. Mit Rose, Ilang Ilang und Sandelholz. Das kann was werden. Oh, der ist aber hübsch, der Flakon, oder? Das ging aber gerade ganz stark in die Nase. Noch ein bisschen schütteln, wedeln. Oh mein Gott, das riecht richtig gut. Die Rose riechst du durch. Oh, richtig toll. Oh, das riecht richtig toll blumig. Mm. Feines Produkt. Das wird directly into my Benutzungsgedöns wandern. Ja. Pinkbox, Pinkbox. Garnier Bio. Ja, bitte. Ich wollte mir das immer kaufen, ne? Hab's nie getan. Frisches Lemongrass. Frisches Bio-Lemongrass. Belebendes Waschgel. Sehr schön. Mit ätherischem Lemongrassöl und Kornblumenwasser. Aus biologischem Anbau für normale bis Mischhaut. Naturkosmetik. Sehr, sehr toll. Sehr, sehr toll. Das soll ja auch richtig gut sein. Das ist ein Pumpspender. Also jedenfalls habe ich das so gehört bei anderen YouTubern, dass sie das wohl mögen. Ui, das hat aber einen krassen Geruch, Leute. Das ist sehr natürlich. Sehr, sehr natürlich. Das ist nicht unbedingt mein Duft. Das ist mir ein bisschen zu sehr Lemongrass, was da so an Geruch drin ist. Aber ich werde es testen. Das definitiv, ne? Vielleicht ist es ja ein total tolles Waschgel. In Sri Lanka angebaut ist das Lemongrass. Sehr schön. Belebend, gut, ne? Also meistens benutze ich so ein Waschgel dann abends. Abends muss ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt belebt werden. Aber testen werde ich es definitiv. Mensch, wir haben schon fünf Produkte. Und eins haben wir hier noch. Und zwar von Kneipp eine Badeessenz Goodbye Stress mit Wasserminze und Rosmarin. Ui. Verwandelt Stress in positive Energie. Ich mag diese Beschreibung ja immer auf diesen Produkten. Ja, Badeessenz. Ich habe ja schon letztens gesagt, ich habe eine theoretische Badewanne, dadurch, dass wir gerade oben am Renovieren sind. Praktisch gesehen kann ich da jetzt echt gerade nicht reingehen. Ja, so sieht auf jeden Fall das Fläschchen aus. Es ist aus Glas, was ich toll finde. Also, ne, kein Plastik. Der Deckel ist Plastik, okay, aber das, die Flasche an sich nicht. Und das ist bestimmt so ein richtig krass geiles Erkältungsbad. Oh mein Gott, riecht das gut. Das riecht wie Pfefferminztee, ich sag dir das. Wow. Abgesehen von der ultra geilen türkisen Farbe, die das Wasser ja garantiert auch türkis färben wird, ne? Ich möchte bitte damit baden. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal. Vielleicht. Schraubverschluss einmal füllen und Badeöl in das Badewasser geben. Badedauer 15 bis 20 Minuten. Verschluss ausspülen. Ja, guck. Und da sind 100 Milliliter drin enthalten. Ich fände es super, wenn ich das benutzen würde. So richtig die Seele baumeln lassen nach einem harten Arbeitstag im Winter. Einfach mal in eine Wanne hauen. Dir ein Wellness, Goodbye Stress gönnen und einfach eine Maske aufs Gesicht und 15 bis 20 Minuten ablachsen. Das ist traumhaft, ne? Also ich behalte es erstmal tatsächlich. Geile Produkte. Leute, was zur Hölle? Warum so geil? Also da finde ich, hat mich jetzt die Pinkbox wirklich echt gecatcht. Also die hat mich mitgenommen auf diese Wild Nature Reise. Ich fühle mich auch sehr wild. Gut, dieses wild, ja okay, ne? Einigermaßen ist es jetzt nicht so ultra eskaliert. Du hast jetzt nicht irgendwelche Leopardenmuster darin gesehen oder sonst irgendwelche wilden Tiere, die hier rausgesprungen sind. Also hier ist auch keine Vogelspinne drin, soweit ich das sehen kann. Nein. Aber ansonsten ist schon cool gewesen, ne? Also auch natürliche Produkte, die mir echt Freude bereiten werden. Und ja, geil. Geiler Inhalt, geile Box. Ich blende dich immer den Gesamtwert ein und ich denke, dass er sich um die 50 Euro bewegen wird. Vielleicht sogar höher. Ich weiß nicht. Ich schätze die Produkte relativ teuer ein und denke, dass der Boxenwert höher als das liegt, was wir die letzten Monate gesehen haben. Bin echt glücklich damit und ja, hat mir gefallen. Denk dran, du kannst diese Box in diesem Video gewinnen. Die Verlosung geht wirklich nur eine Woche, ist nicht lang. Also schau in die Infobox, was du tun musst und schreib mir bitte ein Kochrezept. Das fände ich in ganz persönlichem Interesse total geil von dir. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich
dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!